willkommen zurück hier auf meinem Kanal. Es ist wieder Lidschattenpalettenzeit. Ich weiß nicht, ob ich mal irgendwann meine ganzen Lidschatten durchgetestet habe, aber wir machen einfach los weiter, ne? Mit der Altera Naturkosmetik Love Your Eyes Eyeshadow Palette Mountain Lake. Ja, Naturkosmetik ist immer so eine Sache, ne? Wir schauen, wie die funktioniert. Sie hat neun Fähnchen, habe ich euch ja gestern hier schon vorgestellt. Mit Namen und wir schauen mal, was die so kann. Wir haben Schimmertöne, wir haben matte Töne. Eigentlich alles, was das Herz begehrt. Wir können hier nicht setzen. Okay. Wir nehmen mal hier wieder Lotti London, das Setting Puder. Und setzen jetzt einfach mal unser Auge. Damit fangen wir jetzt an. Ich nehme mein Handtuch. Ach, siehst du, das hätte ich heute eigentlich mitwaschen können. Ah! Ich bin aber auch, ich vergesse das immer. Ich bin jetzt ja auch nicht jeden Tag hier in meinem YouTube-Zimmer. Nee, echt nicht. Und da vergesse ich das mal. Naja. Es gibt auch bestimmt noch mal eine Maschinewäsche. So, ich tue das jetzt auch hier so ein bisschen in den Deckel, in den Pinsel einarbeiten. Aber erstmal hier das aus der Falte wegmachen. Ist schon ein bisschen staubig. Na gut, ich habe es jetzt auch nicht abgeklopft oder so. Ne? Einfach hier setten, dann funktioniert das. Es ist ein schönes Puder und ich finde eigentlich auch die Größe, finde ich hier optimal für ein Puder. So, der Rest kommt hier wieder rein. Eben den Staub wegpusten. Ich finde das eigentlich perfekt für eine Größe, weil du hast hier, kann man mal an hier, das steht gar nicht da drauf, oder? Also ich kann es jetzt nicht lesen, wie viel Gramm da drin ist. Oh, das ist so klein, dass ich es im Moment nicht sehe. Egal. Aber wenn man da mal so einen großen Oschi daneben hält, ne? Hier sind 22 Gramm drin und ja, hier definitiv weniger, ne? Naja, wir machen jetzt, wir gehen jetzt an die Palette ran. Duda, duda, yay. Aber erstmal abkleben. Und dann schauen wir mal. Ich musste schon mal, die gab es schon mal so ähnlich, diese Paletten von Altera. Da musste mich eine verlassen. Ja, dann machst du nichts, ne? Wenn es ähnlich bei dir so funktioniert oder wo du denkst, oh, das könnte kräftiger sein oder so, dann mache ich lieber jemand anderes glücklich, der darf dann die Palette haben. Ob es jetzt im Trashy ist oder hier, ne? Wer kann es gebrauchen? Ich nehme jetzt diesen kleinen blauen Pinsel. Der ist leicht angeschrägt. Oder es ist einfach ein Fehler im Detail. So. Jo. Hier haben wir schöne, schöne Farben. Und ich würde sagen, ich nehme jetzt Utopia. Das ist hier so ein helles Flieder. Und das setze ich mir jetzt erstmal hier in die gesamte Lidfalte. Und wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Wie ist denn das? Ja, wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Ist auch blöd, ne? Also man sollte ja schon ein bisschen was sehen von der Lidschatten, ne? Oder? Wie seht ihr das? Da brauchst du nämlich nichts benutzen. Ja, man sieht einen Hauch von. Einen Hauch von Utopia auf dem Auge. Ist jetzt gar nicht mal so schlecht. Komm. Wir können nicht mal alles schlecht reden hier, ne? Ist in Ordnung. Ja, komm, weißt du, was wir jetzt machen? Wir machen jetzt hier was ganz Verrücktes und das setze ich mir jetzt bis hier oben hin unter die Augenbraue. Weil du hast ja hier, du siehst ja eh nichts. So, und jetzt, jetzt nehmen wir Blue Sky. Wir nehmen jetzt Blue Sky. Ich lande im Moment immer so ein bisschen bei Blau. Und Blue Sky, das setzen wir uns nämlich jetzt hier in die Lidfalte. Kommen wir mal von hier hinten an. Das war übrigens so ein Travel-Reiseset, glaube ich, von Rival Loves Me. Rival Loves Me. Bisschen staubig hier die Angelegenheit. Es ist sehr zurückhaltend, ne? Aber ich sage, wir haben jetzt einen Hauch von Rosa, ein Hauch von Blau.
ist jetzt nicht einfach, wohl? Wir nehmen jetzt erstmal hier das andere, die andere Seite mit dem Rosa. Boah, bei uns ist im Moment hier was los auf der Straße. Überall. Ich sagte, überall werden die Straßen hier aufgerissen. Dann hast du überall Stau. Jetzt so gerade in der Ferienzeit ist das richtig toll, wenn sie überall in ganz Deutschland Ferien haben. Och nee, was liebe ich das, ne? Musste ich heute auch wieder zurückfahren. Gut, wenn du zurückgefahren. Ich stehe doch nicht im Stau kurz vor zu Hause auf der Landstraße. So, ich mache das jetzt auch bis hier unter der Augenbraue. Alter, wie ist das bekloppt? Ist ja gut, dass ich oder wir, Monique, nicht mehr schulpflichtig ist und wir kein... Also es ist sehr... Wir haben sehr viel Gekrissel hier in der Palette, ne? Dass wir in den Ferien Urlaub nehmen müssen. Obwohl, Monique fährt ja eh nicht mehr mit im Urlaub mit uns. Da ist es dann eh wurscht, ne? So, ein bisschen blöde, helle Blö. Jetzt fällt das Rosa irgendwie total weg, ne? Naja, komm. Es ist so. Schauen wir mal. Ich weiß es doch noch nicht. Ich entscheide ja immer am Ende, bleibt die Palette oder bleibt sie nicht. Im Moment. Sulala, sulala. So. Was setzen wir uns jetzt hinten hin? Schon wieder blau? Nein. Wir nehmen Storm. Das ist so ein, ja, ein schmutziges Grau. Wie schön das ist, wenn es mal ruhig ist. Das setzen wir uns jetzt mal hier hin. Das, wie Sie sehen, sehen Sie auch hier wieder nichts. Oh mein Gott. Ist das wieder hier so ein Griff ins Klöchen mit Naturkosmetik für mich? Es scheint bald so. Wir machen den Look aber zu Ende. So, Fallout haben wir jetzt auch. Jetzt haben wir alles dabei. Ich gehe nochmal mit dem Finger rein, weil man sollte ja schon ein bisschen hier von der Farbe sehen, ne? Das ist ja hier Hokus Pokus Philippus. Naja. Das ist auch wirklich so ein sehr zurückhaltendes Grau, ne? Ach komm. So ist das. Alles gut, alles gut. Wir schauen. I'm not amused. So, jetzt können wir auch hier... Es juckt. Kurz nach der Arbeit habe ich auch geschrien. Da ist mir so ein Eisbrocken hier in den Ausschnitt gefallen. Oh, das war kalt. Unseren Lamellen vorne. Oh mein Gott, war da kalt. So, ja, das ist doch sehr, sehr, sehr dezent, nicht? Ist ja auch nicht mal schlecht dezent, aber so, naja. Ich möchte diese Farbe nehmen, ne, weil die hat schon gestern so geknallt. Das ist Mountain Lake und das ist so, ja, Duochrome-mäßig? Wir nehmen die jetzt. Wir nehmen die jetzt und setzen die in die Mitte. Ist auch sehr feste gepresst. Also man merkt schon ein bisschen die Trockenheit. Nicht. So. Zweimal drüber ist okay. Reicht. Machen wir jetzt die andere Seite. Ihr merkt, meine Begeisterung hält sich doch definitiv hier in Grenzen, ne? Ja. Ich glaube, ich werde jetzt definitiv die Finger davon lassen. Von Naturkosmetik. Also was Paletten angeht. Verschluck. Weil die können mich irgendwie überhaupt nicht überzeugen. Die können mich irgendwie überhaupt nicht überzeugen. Das war ja schon davor, die musste dann auch gehen. Und diese kleinen, die ich jetzt habe, ich auch hier, die waren komischerweise wieder gut. Auch von Alterra. Ich kann die mal eben hier hochholen. Ich habe sie noch zufällig hier unten liegen. Das war die hier, die Winter Beauty. Die war richtig gut. Aber das ist schon wieder so nichts Halbes und nichts Ganzes. Jetzt nehmen wir mal wieder hier Snow Rose. Und die Farbe
Setzen wir uns jetzt hier nach vorne, damit wir wenigstens mal ein bisschen hier. Ja, damit das Auge mal ein bisschen was erlebt hier, ne? Fallout auch wieder, natürlich. Schimmern wir, glitzern wir hier überall. Ich weiß es nicht, aber es ist ein sehr zurückhaltender Ton. Also Look mit hier von wegen Eiskönigin. Die muss er aber suchen, ne? Die Eiskönigin. Eine zurückhaltende Eiskönigin. Es gibt auch viele Menschen, die das mögen, halt nur so einen Hauch von auf dem Auge zu haben. Aber mir ist das zu wenig. Regenpinsel von BH Cosmetics mit Ali. Grau hatten wir, ne? Genau. Das Blöde ist immer, ich kann mich immer nicht zurückhalten dann, ne? Ich denke, aber guck mal, die haben eine neue Palette. Die nimmst du mal mit. Nein! Man muss nicht immer alles mitnehmen. Ich setze mir übrigens das Grau bis nach vorne hin. Man muss doch nicht immer alles mitnehmen. Also bei Naturkosmetik, bei Paletten bin ich jetzt definitiv raus. Es ist mir einfach zu wenig. Für jemand, der es so mag, ist natürlich so eine Naturkosmetik-Palette perfekt. Und ich kann ja auch immer nur von mir ausgehen und von meinem Geschmack, ne? Es gibt ja viele, die auf Naturkosmetik schwören. Das finde ich auch toll. Aber irgendwie will das bei mir... Also, es funktioniert ja. So ist es ja nicht, ne? Aber zu wenig. Das ist mir zu wenig Krabums auf dem Gesicht, ne? Auf den Augen. Obwohl es ein schöner, dezenter Look ist. Ich mag da echt nicht so meckern. Aber ja, komm. Wir verblenden das jetzt hier noch und... Dann ist ja Drops gelutscht. Ich möchte mir das jetzt auch nicht wegverblenden. Das ist auch immer noch so ein Akt, was ich nicht mag, wenn man es wegverblendet. Wenn man es verblendet, das ist auch mal blöd. So. Leute, hier. Butterweide Fische. Diese Palette wird mich verlassen. Die wird weiter wandern. Schauen wir mal, wohin, ne? Ich tue sowas ja immer gerne ins Trashy. Und wenn es keiner mag, dann nehme ich es halt hier und wieder in meine Verlosung von dem... Müll, würde der Experte jetzt sagen. Müllhaufen. So, wer kann es gebrauchen? Und ja, es ist ja schön von den Farben her, ne? Aber no, love your eyes. Nicht meine Eyes. Highlighter. Das ist doch schön hier, oder? Guck mal, von Kiko Milano habe ich geschenkt gekriegt in einem Zuschauerpaket. Das ist die Palette 02 Deep Allure. Das ist von Kiko mein erstes. Ich habe eine Foundation gehabt oder habe eine Foundation, die finde ich super. Und ja, da ist ein Highlighter drin, da ist ein Bronzer drin und ein Setting Puder. Das hätte ich eigentlich auch nehmen können, aber egal. Wir werden jetzt hier den Highlighter nehmen. Der geht ein bisschen in die güldene Abteilung. Schauen wir mal, wie der so ist. Aber Kiko kann auch so schön von außen, ne? Diese Sachen. Das ist so wie CC, ne? Diesen Print da drauf. Ich mag das. Das ist auch so mit Liebe gemacht, mit Liebe gedacht, ne? Und das ist auch noch so ein goldener Highlighter, wo ich sage, ja, das kannst du dir noch schön ins Gesicht machen, ne? Kein so dieser goldene Highlighter, der schon in die Abteilung Kupfer geht oder Bronze, ne? Das ist mir zu viel, Leute. Das sieht auch nicht aus, wenn du da so einen Balken im Gesicht hast. Aber guck mal, der ist aber schön. Das mag ich, das mag ich. Jetzt muss ich nur noch den Bronzer auch testen und Setting Puder, aber ich denke, das wird auch toll sein. Gerade der Bronzer, der ist jetzt nicht zu dunkel. So sieht er aus. Oh, das passt. Das passt richtig gut. So, wir wollen jetzt mal schauen, wie der so im Gesicht ist, der Highlighter. Pinsel sauber machen. Und dann gehen wir mal da jetzt so, hier so, dippen so da rein. Ich dippe nochmal. Oh ja, jetzt kommt er.
jetzt kommt er, jetzt sieht man. Ne? Am Anfang war er doch ein bisschen sehr hier zurückhaltend, dezent. Aber jetzt muss man zweimal reingehen. Kann man sogar ein bisschen so reiben. Wenn Highlighter, sollte man den dann doch schon sehen. Ne? So, jetzt ein bisschen hier was aus Lippenherz. Das ist so Schimmer, dezent, vor dich hin. Schön. Sehr schön. Danke nochmal dafür. Ach, herrlich. So, Mascara. Mascara habe ich hier von Essence mal wieder eine. Die 24 Ever Bold Volume Mascara. So sieht sie aus. Die hat ein Gummibürstchen. Ja, so ein bisschen tannenbaumförmig, kannst du schon fast sagen, ne? Oder? Nee, bananenförmig. Also hier sind einmal kürzere Borsten, hier sind längere Borsten. Okay, ich gebe mir die jetzt auf. Habe mir das Körper hingeschmiert, das sieht aber nicht. Ich finde die Schirrache. So, und dann bin ich gleich wieder da und dann schauen wir mal zum Lippi. Bis gleich. So, wieder eine Essence-Mascara, die natürlich super funktioniert. So, und jetzt kommen wir zum Lippi. Da habe ich von CC mal hier was rausgegriffen aus meiner Kiste. Das ist, glaube ich, ein Lipgloss oder Lip... Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, so sieht er aus. Und den nehmen wir uns jetzt einfach mal auf. Ist so ein... Also normal riechen die ja immer süßlich. Der jetzt nicht. So leicht säuerlich, würde ich sagen. Der ist rosé. Okay, sollte man eigentlich nie meinen. Ne? Man denkt, der wäre hier knallerrot. Nee. Der ist rosé. Schmeckt so nach Hubba Bubba. Und hat was vom Lipgloss. Ich glaube, den habe ich noch gar nicht ausprobiert gehabt. Der ist schön dezent, ne? Der zieht keine Fäden. Sehr schön auf... Warte mal, hier kann man noch ein bisschen... kann man sehr schön mitarbeiten. Toll! Also ich sag ja, diese Sachen von CC, die ich habe, die sind einfach grandios, ne? Manche sind ein bisschen zurückhaltend, ja, sind auch schon mal Lidschattenpaletten weitergewandert, aber... Mag ich jetzt so leiden mit dem Lippi? Ja, von CC. So, wir sind fertig. Fertig mit den Nerven. Ja, das ist mein fertiger Look. Ihr seht hin. Comprende. Ich muss dann noch auf dem Dachboden filmen. Ich brauche noch was zum Lesen für heute Nacht, wenn ich wieder mal wieder so in die Frühschicht gehe. Guck mal da. Nee, wir, nee, ach Leute, nee. Nö. So sieht der Look jetzt von nahen aus. Das ist mein Altera Naturkosmetik Look. Machst du mich jetzt scharf oder nicht? Sogar die Kamera will nicht. Ach komm schon. Jetzt hat. So, ihr seht das, ne? Das ist auch ein bisschen fleckig und fast nicht da und tralala. Nein. Warum soll sie dann auch bei mir bleiben, ne, wenn es wenig Sinn macht, wenn ich sie eh nicht wieder benutzen würde? Ja, machst du nichts, ne? Aber gut, jemand anderes wird damit seinen Spaß haben, aber ich definitiv nicht. Ich wünsche euch jetzt aber noch einen schönen Tag, schönen Abend, bleibt gesund, schaltet morgen wieder ein und... grüßt mir die Welt recht schön. Bis dann. Tschüss.